Seid ihr bereit? Igitt, was soll das denn? Das ist ja eklig. Also mir hat's gefallen. Das ist unglaublich. Warum tust du das? Hör auf damit, hör auf. Bitte mach es aus. Oh, ihr werdet diese Challenge lieben. Nacht? Soll das ein Scherz sein? Wow, interessant. Was ist das? Zeig her. Okay, wow, das ist unglaublich. Das ist genau, was ich jetzt brauche. Bitte öffne deine Box. Okay. Was haben wir hier? Hä? Ein Schwamm? Aber... Perfekt. Damit werde ich mein altes Make-up im Handumdrehen los. Ein paar einfache Bewegungen und voila. Oh, das soll wohl ein Scherz sein. Ah, perfekt. Meine Haut ist wieder sauber. Hat es geholfen? Ich glaube nicht. Gib mir was von dieser Flüssigkeit. Nein. Finger weg. So unhöflich. Gut, so schnell gebe ich nicht auf, niemals. Und natürlich sauberes Wasser. Das wird alles abwaschen. Meine Güte, ich sehe aus wie Frankenstein. Oh, das ist unerträglich. Ich muss etwas dagegen tun. Ha, wir sollten die Beleuchtung ändern. Perfekt, jetzt bin ich bereit zum Baden. Ich nutze meine ganz eigenen Methoden und nichts wird mich mehr aufhalten. So kann ich es ganz mühelos loswerden. Wasser und Reinigungscreme reichen aus. Und meine Haut wird wieder rein und glatt sein. Und los. Wunderbar. Jetzt ist sie sauber und weich wie ein Babypopo. Das ist so erfrischend. Ich werde diese Herausforderung sicher gewinnen. Und jetzt ist es Zeit für neues Make-up. Bereit? Los geht's. Das ist meins. Finger weg. Ha, ich werde dir zeigen, wer hier der Boss ist. Von? Was ist das? Was zum... Schönes Make-up gefällt mir. Großartig. Jetzt kann ich tun, was ich will. Und ich kann alle Farben benutzen. Nun, ich soll ihren Styler nehmen. Oh, komm schon, nimm das ab. Ich nehme also die buntesten Farben, die es gibt. Na, wie gefällt es dir? Aber ich bin noch lange nicht fertig. Manchmal bräuchte ich 4 Hände, um das zu schaffen. Komm schon, das ist doch lächerlich. Ich glaube, das reicht. Danke. Also, was nun? Welche denn? Ja, die hier sieht toll aus. Ich zeichne damit das Hauptsymbol genau hier hin. Welches Symbol? Die Sonne natürlich. Cool. Oh, und wir bringen sie zum Glänzen. Das wird mir dabei helfen. Es sieht so schön aus. Okay, das reicht. Oh. Endlich. Aber hey, du hast die ganze Schminke beschlagnahmt. Jetzt bin ich dran. Welche Farben soll ich also benutzen? Ich schätze nur dunkle und düstere Blau- und Lila-Töne. Nun, ich habe die hellen Farben gemeistert. Es gibt also keinen großen Unterschied. Ich glaube, ich schaffe das locker. Cool, fast fertig. Und jetzt fügen wir etwas Glitzer hinzu. Wow, das sieht toll aus. Endlich. Und wie? Hä? Sie ist fast fertig. Ha, gefällt es dir? Oh mein Gott, ich muss mich beeilen, sonst gewinnt sie. Nichts wird dir helfen, Schätzchen. Also vervollständige mein Make-up. Wenn ich es so auf die sonnige Art machen muss, dann los. Lass mich nur... blöde Sonne. Schnell, das Symbol. Es sollte der Mond sein, schätze ich. Also los. Albernes Mädchen, schau zu und lerne. Ich bin ein Profi in diesen Dingen. Nimm es, drück es zusammen und rein damit. Wow, alles sieht so schön aus. Oh Gott, endlich. Eine Sache ist erledigt, sie ist auch fertig mit ihrem Make-up, aber... Was ist das? Oh, sieh dich an, deine Lippen. Oh nein, was soll ich tun? Erbärmlich. Schnell, ich brauche etwas Honig. Oh wow, frisch und köstlich, genau wie ich ihn brauche. Perfekt, er wird die Haut weich machen und sie heilen. Ich muss es nur direkt auf die Lippen geben. Und dann gebe ich eine Prise Zucker hinzu. Keine traditionelle Methode, ich weiß, aber ich habe Zeitdruck. Igitt, was macht sie da? Mit sanften Massagebewegungen zieht es schneller ein. Schauen wir uns das Ergebnis an. Meine Lippen sind jetzt perfekt. Also Zeit für einen Lippenstift. Welchen soll ich nehmen? Beide werden schön aussehen. Der dunkle kommt außen hin. Der hellere wird das Bild abrunden. Letzter Check. So hübsch. Nein, ich werde es viel besser machen. Und es wird nur ein paar Sekunden dauern. Schau. Gefällt dir was? Gib es einfach zu. Ich wette, du hattest noch nie so ein Make-up. Konzentriert euch, es gibt noch eine Challenge. Haarfarbe? Los geht's. Ich habe das schon so oft gemacht. Da wirst du nie mithalten können. Ich sollte vorsichtig mit den Farben sein. Ein kleiner Fehler und alles ist ruiniert. Probieren wir es aus. Los geht's, meine Lieben. Was? Oh nein, das ist nicht die Farbe, die ich wollte. Ha, ich habe meine eigene bewährte Methode. Langsam, aber zuverlässig. Was ist hier los? Warum passiert das?
Warum ist es so grün? Hä? Oh mein Gott, es hat funktioniert. Danke, vielen Dank. Sie wird doch nicht, hä? Oh nein, ich brauche drastische Maßnahmen. Halt die Luft an. Ich hab's ja gesagt. Meine Güte, tu das nie wieder. Willst du auch mal? Das ist so lecker. Wow, ich habe eine Idee. Entschuldigung, darf ich? Hey, wie soll ich das jetzt essen? Bleib, wo du bist. Wow, das wird ein schickes Diadem. Aber zuerst muss ich es einfärben, damit es zu meinen Lippen und Haaren passt. Schicht für Schicht. Ganz vorsichtig. Bis jetzt klappt es super. Und jetzt muss ich sie zusammenkleben. So. Oh, wow. Genau, was ich brauche. Diese Form sieht toll aus. Was kommt als nächstes? Oh, danke. Hey, lass das. Das kommt hierhin. Perfekt. Und noch eine Sache. Hä? Was? Darf ich, die nehmen? Nein, nicht anfassen. Die gehören mir. Na, komm schon. Sei nicht so geizig. Die gehören mir. Nein, mir. Dafür wirst du bezahlen. Entspann dich. Schau, wie schön die sind. Das Ergebnis wirst du lieben, versprochen. Ich wette, so etwas kannst du nicht. Aha, die Perlen sind also fertig. Und das hier werde ich auch kochen. Und natürlich die Hauptperle. Sie kommt genau in die Mitte. Ist es nicht wunderschön? Ich probiere es an. Wunderbar, ich bin die Königin der Nacht. Königin der... Was? Wart's nur ab. Ich kann das schneller und besser. Ich verwandle gewöhnliche Sachen in ein echtes Meisterwerk. Ich befestige alles und mache ein schönes Diadem. Wie echte Sonnenstrahlen. Sie müssen nur noch glänzen. Auch das wird kein Problem, siehst du? Das ist echte Magie. Und wie sehe ich aus? Ich wette, du liebst es. Schau, wie schön es ist. Wow, ich liebe es. Keine Zeit zum Entspannen. Es gibt eine weitere Challenge. Oh, schnell, beeil dich. Was? Weg da. Hey, vorsichtig. Ich muss schneller sein als du. Hey, lass mir wenigstens was üben. Nein, ich habe das zuerst gefunden. Oh, na gut. Hey, und wer soll das bezahlen? Hier, nimm das. Wow, danke. Autsch, aber... Endlich, ich bin fast fertig. Du bist noch hier? Sei nicht unhöflich, es gibt nur eine Umkleide. Schubs mich nicht. Mach ich nicht. Nimm deine Ellbogen weg. Puh, ich glaube, die alten Klamotten sind weg. Meiner auch. Huh? Ups, zieh ein paar neue an. 13, 14. Huch, ich glaube, ich habe was gesehen. Bist du fertig? Ja. Ich muss zugeben, wir haben das beide super gemacht. Ja, das haben wir wirklich. Bereit? Aha. Wow, ihr seid so schön. Aber hallo. Das war cool, es hat Spaß gemacht. Ich hatte keinen Zweifel, dass ich diese Aufgabe mit Stil meistere. Die Kraft der Nacht hat mir geholfen. Das war eine tolle Erfahrung. Die Energie des Tages ist wirklich inspirierend. Sie hat meine natürliche Schönheit noch verstärkt. Einfach faszinierend. Glückwunsch, ihr habt das toll gemacht. Ja, das wissen wir, Liebes. Jetzt hör uns brüllen. Mein erster Tag an der Hochschule. Ich freue mich so. Auspacken, fertig. Ich muss noch weiter dekorieren. Das muss mein Zimmer sein. Wer bist du, meine Mitbewohnerin? Meine Augen! Oh, meine Seite ist aber etwas leer. Oh. Wow, viel besser. Oh, willst du spielen? Ja! Fight! Das! Oh nein! Aber sehr romantisch. Du machst also Musik, hä? Hör mal. Oh!
Na, hat's dir gefallen? Ja. Das ist deine Schuld. Tu was. Okay, ich kümmere mich drum. Warum denn so wütend? Ich liebe Tanzen. Und du? Ich hab gehört, ihr feiert eine Party. Bin dabei. Voll müde. Das hast du von dem ganzen Feiern. Oh, viel besser. Ich hätte tatsächlich auch richtig Bock, eine Party zu schmeißen. Nur über meine Leiche. Wenn ich bis heute Abend 100 Punkte bekomme, dann schmeiße ich eine Party hier. Sieh! Süße, überlass das mal den Profis. Wow. Hol schon mal dein Party-Outfit raus. Ein neuer TikTok-Trend. Den Trend muss ich unbedingt ausprobieren. Willst du TikToks mit mir machen? Ich mach keine TikToks. Yay! Hast du was von Party gesagt? Okay, los! Wie viele Punkte bekomme ich? Oh, nur 10? Ich bin dran! Nice. Oh, Candies. Ich hab auch was für dich. Mir machst du keine Angst. Genug, du und ich streamen sofort. Dann zeig, was du drauf hast. Hey Leute, willkommen bei meinem Stream. Langweilig? Werden wir ja sehen. Seht zu, wie ich eine Chili esse. Nur 5 Punkte? Okay. Hi, Leute. Ich habe das Lied für euch geschrieben. Ich hoffe, ihr mögt's. Oh, yes! Vergiss das mit der Party. Oh.
Nimm das her! Hier, bitte sehr. Oh, danke. Hey, schöner Mann. Hast du auf ein Date? Nee, danke. Oh, komm schon. Lola, ich brauche deine Hilfe. Und ich deine. Schon repariert. Was? Dein Sim ist ein E-Girl? Bitte sag's keinem. Ich werde nichts verraten, wenn du mir hilfst. Na schön, was brauchst du denn? Ich will auf ein Date mit Max. Bist du sicher? Ich glaube, dein Stil muss softer werden. Probieren wir das. Wow, du siehst umwerfend aus. So viel Glitzer. Schon besser. Und was jetzt? Zeit für eine Party. Eine Party? Ja, Pyjama-Party. Wie alt bist du? Das ist halt meine Art von Party. Ich zeig dir, wie eine richtige Party aussieht. Fun! Na, das ist meine coole Party. Wow. Wer mag sowas denn überhaupt? Beliebte Leute. Suchen wir dir ein Outfit. Na, was haben wir denn hier? Was ist mit deinen Kleidern? Ich zeig's dir. Party-Outfit fertig. Okay, zieh du's mal an. Okay, sieht gut aus. Okay. Hey, na, was läuft? Hey. Lass mich mal. Hallo, Leute, das Lied hier habe ich geschrieben. Wollen wir eine Band gründen? Ja! Coole Party! Hey, das ist ein Geschenk für euch! Oh, danke! Wow, danke! Wow, yeah, neuer Wecker! In der Hochschule lernt man nicht nur, man kann auch ganz viel Spaß haben! Ja, komm her! Noch ein bisschen mehr. So! Passt perfekt. Da kommt er. Verstecken. Wow, schick. Und das Bett ist so gemütlich. Es bewegt sich. Nicht mit mir. Ich hab mich fast in die Hose gemacht. Was ist das für ein Durcheinander? Hey. Du. Und du. Raus aus meinem Hotel. Sorry. Das war nicht sehr nett. Das wirst du bereuen. Wenn Justin doch nur Spaß verstehen würde. Urlaub ist gesichert. Ich werde mein eigenes Hotel bauen. Die Küche kommt hier hin, das Schlafzimmer dahin. Ja! Anleitung, die brauche ich nicht. Das nenne ich Luxus. Neidisch? Pappkartons sind nicht mehr so gut wie früher. Wer hätte gedacht, dass Justin so clever ist? Schau dir mein Haus an. Ich werde ein besseres Haus bauen. Jetzt kann ich es Justin zeigen. Diese sollte man zusammenschieben können. Komm schon. Ja, natürlich. Gut, dass ich keine Crocs getragen habe. Und mein Zimmer ist fertig. Und schon besser als Justins. Aber ich weiß, was noch fehlt.
Ein bisschen Spucke, damit du schön sauber bist. Zeit für Stealth-Modus. Es ist, als ob ich unsichtbar wäre. Das wird in meiner neuen Wohnung toll aussehen. Jetzt muss ich schnell weg. Hey, was machst du da? Wer, ich? Okay, schon gut. Du kannst es mitnehmen, ja? Der arme Justin wird das nicht glauben. Das nenne ich Glamping. Hey, Bruder. Du hast noch nicht gewonnen. Wenn sie das schafft. Mein letztes Bündel. Hey. Kann ich das bitte haben? Bitte? Nein. Hau ab. Wie wär's mit? Jetzt. Lola, so schön. Und? Nimm einfach und hau ab. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. So. Erledigt. Hey, was für ein Nachahmungstäter. Dem zeige ich's. Zeit für eine radikale Umgestaltung. Ein aussagekräftiges Zimmer. Weiter rocken. Er hat doch nicht. Hat er? Hey, Schwesterherz, sei nicht traurig. Ich muss meine Deko verbessern. Blumen könnten schön sein. Fühlt sich schon wie zu Hause an. Eindeutig ein Upgrade. Mein eigenes tropisches Paradies. Das ist so 80er Jahre. Aber ein paar Ketten würden gut aussehen. Und die Wohnung wird nicht nach Seife riechen. Ich werde sie zu einer nerdfreien Zone machen. Nur coole Leute sind erlaubt. Und Lola gewinnt wieder. Oh nein, mein Rock. Schaut nicht auf meine Unterwäsche. Oh, echt jetzt? Nicht Unsinn, Herr Bär. Was kann ich noch verwenden? Ich habe meine Badehose vergessen, aber meine Poolnudeln nicht. Zeit zum Basteln. Alles ist besser mit einem Regenbogen. Lesezeit. Psycho. Du wirst kaum etwas spüren. Teddy macht eine Diät. Dein Verlust ist mein Gewinn. Gemütliches Kopfende fertig. Und was dich betrifft, bis dann. Was? Oh, Herr Bär, sieh dich an. Du hast abgenommen. Hier ist etwas zum Mittag. Tutu, hier kommt der Zug. Öffnet den Tunnel. Oh, du bist so ein wählerischer Esser. Ich hätte eine Pumpe einpacken sollen. Fehlen nur noch 20. Vielleicht brauche ich danach eine Lungentransplantation. Das hast du mit Absicht gemacht. Und rein geht's. So, mein nagelneues Bett. Ich habe mir ein Nickerchen verdient. Das ist wie auf einer Wolke. Was meint ihr, wovon träumt er? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Hey, Herr Bär. Aufgepasst. Hatte ich heute eine Hose an? Was für ein komischer Kauz. Er wird seinen Schlafrhythmus ruinieren, wenn er zu lange schläft. Aufwachen, aufwachen, Schlafmütze. Man muss ein Auge offen halten. Aber ein Nickerchen wäre schön. Dieses flauschige Kostüm ist ein toller Schlafsack und hat eine eingebaute Umarmung. Ich werde vermutlich einfach ein ganz kurzes Nickerchen... Zeit für eine Revanche. Dieser Streich wird nie langweilig. Ein schöner, dicker Klecks Zahnpasta. Kitzel, kitzel, kitzel. Nimm das weg. Was ist das? Minzig. Nun, ich habe diese Woche vergessen, mir die Zähne zu putzen. Ich bin so hungrig. Ein tropischer Smoothie wäre schön. Die müssen sicher nicht gewaschen werden. Und was zum Zermatschen. Sauber genug. Packen wir es an. Die Brocken geben mir etwas zu kauen. Los geht's. Hey, teil macht Freude, kleiner Bruder. Ich bin dran. Autsch.
Ike, wie eklig. Den Boden abzulecken würde besser schmecken. Lala Pizza ist die Rettung. 30 Sekunden oder es ist umsonst. Oh, endlich. Komm zu Mama. Hier? Nein, hier. Ich wollte die Essen nicht tragen. Vielleicht ist das okay. Gras? Das ist genauso schlimm wie Ananas. Ups. Ich muss mal. Aber wo? Ich brauche nur diese Plastikflasche und einen Cutter. Das ist genial. Ich will keine scharfen Kanten. Da unten. Pink, warum nicht stilvoll sein? Etwas Privatsphäre bitte. Jetzt erfreuen wir meine Blase. Wunderbar. Genau das, was meine Pflanzen brauchen. Oh je, vielleicht war der Smoothie keine gute Idee. Aber ich habe noch kein Badezimmer gebaut. Moment, improvisieren wir einfach. Ich brauche eine Abwurfzone. Ich möchte nicht, dass sich das mitten in den Verhandlungen löst. Gut, dass ich das in meiner Müsli-Schachtel gefunden habe. Und jetzt aus dem Weg. Abwurf! Mach weit auf. Man muss Schokolade einfach lieben. Besonders frisch zubereitete. Jetzt fehlt nur noch ein bisschen Kunst in meiner Wohnung. Meine erste wahre Liebe. Das sieht gut aus. Und fertig. Hey, Lola! Check das aus! Wie alt bist du? 4? Dekorationen sollten cool sein. Autsch! So wie die hier. Tut mir leid, Jacke. Ich versuche mich am Biker-Look. Oh, was ist das? Au! Komm schon, Lola, du schaffst das. Oh mein Gott, entspann dich, Mann. Tu einfach so, als wärst du ein Einzelkind. Zeit für einen Snack. Oh, Moment. Okay, woher kommt die? Die könnte sich als nützlich erweisen. Zeit für einen Hack. Vielleicht könnte ich die Dinge hier ein wenig abmildern. Ein bisschen Boho-Schick. Und etwas Farbe. Ich schätze, das sind keine Erbstücke mehr. Ein bisschen Lola-Zauber. Mädchen, du betriffst dich selbst. Eine ist langweilig. Fast fertig und bumm. Perfekt. Und sie klingen toll. Ich brauche meine eigene Fernsehsendung. Schauen wir uns das mal genauer an. Hübsch, und das könnte funktionieren. Aber eine ist nicht genug. Ich benutze etwas Kordel für einen rustikalen Look. Ein Kinderspiel. Jetzt brauche ich nur noch ein paar mehr. Moment, habe ich die sauber gemacht? Und jetzt? Das hat bisher immer funktioniert. Ich hab's. Es ist ein Schnipsen, kein Klatschen. Ha. Das ist ein Windspiel. Besser als bei Lola. Wow. Nö, das wird niemals nerven. Damit hast du nicht gerechnet. Ja, mehr Blau. Wir werden diesen Reifen von Müll in einen Schatz verwandeln. Erstaunlich, aber ich kann es besser. Ich brauche mehr Farbe. Rosa ist das neue Schwarz. Hat noch jemand plötzlich Lust auf Donuts? Und ein bisschen Gelb. Lasst euch überraschen. Nein, die sehen nicht wie Kartoffeln aus. Jetzt kommt der letzte Schliff. Seid ihr bereit? Und fertig. Aber eine Sache fehlt noch. Ein Kissen für meinen Hintern. Jetzt wird mein Hintern nicht mehr taub. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Der perfekte Ort zum Lesen. Es war einmal... Ein Snack für später. Oh, was haben wir denn hier? Ich glaube, ich kann die gebrauchen. Achtung, ich komme. Oh ja. Und noch eine. Komm schon, Backen, lass los. Du dachtest, du könntest denn kommen, was? Jetzt upcyclen wir die. Los geht's. Und ein schneller Schnitt. Apropos Talent. Ich sehe euch.
Die perfekte Passform. Ich habe einen Stuhl gemacht. Aber funktioniert er auch? Mal ausprobieren. Lola, wie unhöflich. Was? Es war doch nur der Stuhl. Siehst du? Was ist da drin? Ich sollte wirklich meine Füße untersuchen lassen. Geht. Bis dann, stinkende Turnschuhe. Ich brauche nur die Schachtel. Ja, ich denke, das ist die richtige Größe. Peppen wir das Ganze auf. Zuerst der Deckel. Eine perfekte Wolke. Jetzt muss ich das ausschneiden. Tada! Lola hat die Schere zerbrochen. Bitte! Ja! Und jetzt etwas Sprühfarbe. Das hier ist die Meisterklasse. Ein cooles Regal für meine Sachen. Wunderbar. Alles passt perfekt. Das ist noch gar nichts. Und mein Plan beinhaltet Eiscreme. Hier gibt es eine Menge zu essen. Also los. Weiter so. Mehr. Lecker. Gehirnfrost. Aua. Ohne Schmerz kein Preis. Das reicht. Das ist den Karies wert. Jetzt an die Arbeit. Alles, was ich brauche, ist etwas Klebstoff. Das ist genial. Und das. Cooler Swag für einen coolen Raum. Oh, die darf ich nicht vergessen. Mein Mitternachtssnack. Ich hatte noch nie eine Karies, aber ich war noch nie beim Zahnarzt. Was ist das für ein Geruch? Oh, es riecht nach Käse. Genau das, was mein Zimmer braucht. Das Mädchen hat doch echt Probleme. Ich will ja nicht egoistisch sein, aber ich brauche noch mehr für mein Zimmer. Zeit, die Tiefen des Ozeans zu erkunden. Hai, Wal, Delfin, vielleicht. Wow, genau das, was ich brauche. Ein bisschen Sand und ein paar Kerzen. Zünden wir die an. Wow, mollig warm. Kokosnüsse, ich bin überrascht, dass ich immer noch hungrig bin. Ich muss mich wirklich zurückhalten. Hey, ist mein Hemd eingelaufen? Ich weiß, wofür ich die benutze. Die Muschel nehme ich auch. Ich brauche nur etwas Schnur und bastle kleine Hängekörbe. Man muss nur die Schnur auf die richtige Länge schneiden. Jetzt habe ich eine Ambulanz. Ich meine, ein Ambiente. Was zum... Entschuldigung. Die Kokosnüsse, ich habe sie ausgeblasen. Eine Sache ist sicher. Mein Haus ist das Beste. Mein Haus ist besser. Nein, meins ist besser. Nein, meins. Nein, meins. Nein, meins. Nein, meins. Das ist langweilig. Ich frage mich, was Lola vorhat. Vielleicht schreibe ich ihr einen Zettel. Und fertig. Lola. Hey, aua. Moment, eine Notiz. Wie süß. Ich vermisse dich auch. Lass uns zusammen ein TikTok machen, das wird lustig. Okay, gut. Sieh genau hin. Ein Bein, dann das andere, über den Hintern und fertig. Ich hab's. Ein Bein, dann das andere. Oh nein, die Hände kann ich nicht über den Hintern fassen. Ich habe unsere Häuser zerstört. Lass uns gemeinsam neue bauen. Oh ja. Die Sachen meiner Schwester. Zeit für eine Modeschau. Ich fühle mich wie ein Versace-Model. Gucci ist eher mein Stil. Aus dem Weg, Mädels, die Königin kommt. Straßenschlafstil. Mein Kissen, gib's zurück. Ups. Das reicht. Wir teilen das Zimmer auf.
Bitte sehr. Danke. Ich liebe mein neues Bett. Und es ist so bequem. Etwas staubig, aber das ist okay. Oh, ich glaube, ich habe eine tolle Idee. Das Ganze braucht nur etwas pinke Farbe. Ich tunke das Poppet einfach da rein. Oh, wow. OMG, sie sind perfekt. Genauso, wie ich sie wollte. Jetzt kann ich den ganzen Tag daran herumspielen. Was macht er? Das rockt! Yeah! Das ist unerträglich! Oh nein! Was hat er getan? Ich glaub's nicht, dass das schon wieder passiert. Er ist so gemein. Schwester, was? Sie und ihr blödes Make-up. Ja, schmeckt ja ekelhaft. Ich habe eine viel bessere Idee dafür. Tja, einfach genial. Ich muss es nur mischen. Wenn man alle Farben mischt, bekommt man schwarz. Tja, ich bin so clever. Abgefahren. Okay. Yeah! Er macht mich so sauer. Poppets sind so entspannt. Ich muss meine Nägel feilen, damit sie wunderschön werden. Wofür könnte ich das benutzen? Moment. Ich habe eine Idee. Das klingt toll. Das wird lustig. Was zum... Was ist das für ein Geräusch? Ich halte das nicht aus. Ja, schon viel besser. Fast fertig. Das wird so hübsch. Genau wie ich es mir vorgestellt habe. Perfekt. Jetzt habe ich ein kleines Regal. Oh, ich lieb's. Und Seifenblasen liebe ich auch. Was stimmt mit der nicht? Ich halte das echt nicht mehr aus. Papas Videokassetten? Was ist das? Egal, ich habe eine Idee. Ich werde sie für was Gutes nutzen. Jetzt zusammenkleben. Ja, das ist ein echtes Männerregal. Haha, nice. Okay, was mache ich jetzt? Ich könnte sie ja mal einlegen. Nun, ja. Ich halte dich einfach nicht mehr aus. Das entspannt. Oh, ich liebe dieses Geräusch. Warum eigentlich nicht? Ja. Ja. Die hänge ich hier hin. Geile Dekoration. Lustig. Ich frage mich, ob... Oh ja! Ich werde meine Zimmerhälfte so hübsch dekorieren. Da, es hat funktioniert. Wow. Den hänge ich hier auf. Oh, ich fühle mich wie eine echte Prinzessin. Und natürlich mein Schatz. Nein, nein, geht weg. Jetzt bist du noch cooler. Mein Elefant. Er gehört jetzt mir. Nein, tut er nicht. Gib ihn zurück. Mein Elefant. Oh, Moment mal. Oh, wow, das ist so schön. Jede Situation bietet eine neue Möglichkeit. Sogar die schlechten. Mein Zimmer ist so schön. Ich frage mich, welche Ideen ich noch haben werde. Oh, da ist eine. Ich weiß genau, was ich damit tun werde. Mit diesen Röhren mache ich die tollste Zimmerdekoration aller Zeiten. Könnt ihr erraten, welche das ist?
OMG, dieser Regenbogen ist so süß. Mein Zimmer sieht so magisch und verträumt aus. Jetzt kann ich in Ruhe schlafen. Guck sie dir an. Sie ist so lame. Moment mal, was ist das? Warte mal. Ich glaube... Tja, wie ich gedacht habe. Genial. Mein Zimmer sieht so cool aus. Ha, aber das ist noch nicht alles. Ich habe noch mehr Material. So sollte ein Zimmer aussehen. Cool. Tja, das wird lustig. Hey, Schwesterchen. Schau mal, was ich habe. Oh, was ist das? Das sieht lecker aus. Gib her. Ja, klar. Nimm dir ruhig einen. Aha, ich liebe Süßigkeiten. Reingelegt. Ist doch nur eine Spinne. Der war gut, Justin. Ich weiß, ich bin zum Schießen. Ah, dieses Kissen ist langweilig. Ich muss es upgraden. Und dieser Glitzerstoff wird mir dabei helfen. Ich muss einen Kreis ausschneiden und den dann halbieren. Mit dem fange ich an. Ich forme das Stück zu einem Kegel. Mit ein bisschen Kleber fixieren. Perfekt. Oh, spitz. Das klebe ich jetzt aufs Kissen. Na, noch nicht fertig. Das ist schon viel besser. Ja! Oh, Baby, du bist so süß. Hä? Dieses Kissen ist so dunkel und furchtbar. Mein Kissen wird süß. Genau wie ich. Ich weiß, was ich tun muss. Ich klebe ein Herz darauf und tue ein paar Schleifen dazu. Genau so. Ich wusste, es würde süß werden. Mal Probe liegen. Oh, so weich. Wie eine Wolke. Ah! Was ist passiert? Ah, ich habe mir wehgetan. Ah, ich meine, genau so, wie ich es mag. Ah, hör auf. Ah, ich bereue es jetzt schon. Eis. Und mein Lieblingsgetränk. Ups. Das ist nicht sehr mädchenhaft. Ich habe eine Idee. Eine gute Idee. Ich brauche die obere Hälfte dieser Flasche. Wow, die Bizepsübungen haben sich gelohnt. Okay, jetzt brauche ich den Löffel. Ich darf kein Eis verschwenden. Den Löffel breche ich in zwei Hälften. Genau so. Dann kommt ein Tropfen Kleber auf die Flasche. Und ich drücke den Löffel fest. Aber ich brauche mehr. Wenigstens benutze ich nicht Mamas Silber. Den Griff brauche ich nicht. Es läuft gut. Meine Lampe ist fertig. Wow. Ich darf die Glühbirne nicht vergessen. Jetzt kommt der letzte Schliff. Ich habe etwas Baumwolle. Die klebe ich oben auf die Lampe. So weich und fluffig. Ich hänge sie hier hin. Ich schalte sie mal an. Wow. Das ist unglaublich. Das Zimmer wird dadurch so gemütlich. Ich könnte sie den ganzen Tag und die ganze Nacht anschauen. Ha, was noch? Vielleicht sollte ich... Oh, wow. Oh, mein Skateboard. Hab mich schon gefragt, wo es war. Danke, Schwester. Ich habe eine Idee. Legen wir los. Ich habe Papas Werkzeug geliehen. Zuerst müssen die Räder weg. DIY ist so einfach. Ich weiß gar nicht, warum Papa sich immer so beschwert. Dann kommt Kleber aufs Deck. Damit die Glühbirnen halten. Check das mal aus. Knusprig. Ja, yeah, so habe ich mir das vorgestellt. Das ist ein bisschen hell. Ich brauche meine Sonnenbrille. Lächeln, Kätzchen. Diese Selfies sind toll geworden. Oh, ein Ballon. Moment. Vielleicht kann ich mehr machen. Ist ein Versuch wert. Wow, habe ich Superkräfte? Das ist unglaublich. Yeah! Mehr, mehr. Sieh dir all diese Ballons an. Tja, lächerlich. Ballons sind für kleine Kinder. Willst du was wirklich Cooles sehen? Dann schau zu. Zeit für ein paar Zielübungen. Oh, oh nein, meine Ballons. Warum hast du das getan? Ich habe noch mehr davon. Geh lieber in Deckung. Hör auf. Warum machst du das? Oh, nein! Justin, du bist so ein... Oh, dauert nicht lang, meine Schätze. Ich hab Glück, so liebe Kinder zu haben. Du machst immer alles kaputt und dann bist du so blöd. Und... Kleines, pinkes Pony. Haha,
Ich werde es ihr zeigen. Das ist meine beste Idee bisher. Ja, sie wird nichts ahnen. Passt perfekt. Oh, gerade rechtzeitig. Ich habe so viele Snacks. Ich sollte es nur meinem Zahnarzt verschweigen. Puh, das war anstrengend. Ich muss mich ausruhen. Viel besser. Hilfe, Justin! Justin! Spannungsstreich, entspann dich! Ich hasse dich. Wo ist er hin? Mein Bett. Er hat es ruiniert. Mein weiches, gemütliches Bett. Vielleicht ist das gar nicht so übel. Ich kann damit arbeiten. Und ich brauche meine Süßigkeiten. Ich fülle sie in dieses Loch in Form von Justin. Wow! Das sieht viel besser aus als Justin. Jetzt die Decke drüber. Niemand wird's je erfahren. Das ist mein Geheimnis. Ich kann Süßes essen, wann immer ich will. So wie jetzt. Lecker! Und alles gehört mir. Justin hat mir eigentlich einen Gefallen getan. Lecker! Man soll teilen, Herr Schädel. Her mit den Süßigkeiten. Super lecker. Was hast du noch so? Gummibären statt ein Gehirn? Immer gerne. Die sind echt gut. So viel zu meiner Diät. Ups. Ein Pickel. Oh, ich sehe aus wie ein Nerd. Mach, dass er weggeht. Nicht drücken, nicht drücken, nicht drücken. Geh weg. Das ist besser. Moment. Meine wunderschöne Haut sieht schlimmer aus. Ich sehe furchtbar aus. Dieser Pickel ruiniert meinen Ruf. Schwester? Du hast auch einen Pickel? Ich bin so hässlich. Keine Panik. Ich glaube, ich habe was zum Abdecken. Versuch's mal. Ein Tattoo? Wie sieht es aus? Das ist cool. Ich helfe dir auch. Nicht bewegen. Cool. Ein Blitz. Danke, Schwester. Okay, das ist komisch. Dieses Spielzeug ist so weich. Mein Bett ist etwas langweilig. Ich glaube, ich weiß, wie ich es verbessern kann. Ich brauche dieses Kissen. Naja, die Füllung. Sieh mal einer an. Das ist so schön. Ich lieb's. Sieht aus wie in einem Märchen. Viel zu mädchenhaft. Ich brauche etwas Cooleres. Das wird gehen. Und los geht's. Tja, das wird abgefahren. Ich bin eine Schneidemaschine. Okay, sieht gut aus. Jetzt muss ich's bemalen. Ich bin Feuer und Flamme. Tja, das ist lit. Küsse für Teddy. Das kitzelt. Wow, diese Lichter sind perfekt. Meine Augen. Ich bin ein Emo. Ich soll nicht in hellem Licht sein. Puh, schon viel besser. Ich habe Hunger. Zeit für einen Snack. Was hast du diesmal für mich, Herr Schädel? Bisschen klebrig hier drin. Ekelhaft. Weißt du, das erinnert mich an... Das esse ich nicht. Oh, ich weiß. Ich lege etwas Schaumstoff in die Box. Dann kommt ein Boden rein. Mehr Schaumstoff an den Seiten. Und wieder die Silberpappe. Dann teile ich die Kiste auf. Genau die brauche ich. Dann kommen Scharniere dran. Ich klebe sie fest. Tja, wer braucht schon Schrauben? Danach kommt ein Glasdeckel. Jetzt fehlt nur noch Licht. Ein Kühlschrank für meine Snacks. Ziemlich cool. Wörtlich gesprochen. Ich sollte Leute davon abhalten. Das sollte reichen. Jetzt sind meine Süßigkeiten sicher. Ich habe solchen Hunger. Ich brauche einen Snack. Alles ist geschmolzen. Überall ist Schokolade. Er hat einen Kühlschrank? Er ist wunderschön. Sieh dir nur die Süßigkeiten an. Justin, darf ich welche haben? Ja, klar. Danke.
kein Problem. Justin, Lola, Essen ist fertig. Ja, Mama. Typisch. Das bewahre ich für später auf. Ich habe noch viele Pläne. Ja. Was ist denn hier passiert? Unsere harte Arbeit, alles ist weg. Wer macht sowas? Lieblinge, ich habe eure Zimmer aufgeräumt. Es war so unordentlich. Danke, Mom. Was sollen wir jetzt machen? Vielleicht PlayStation spielen? Ich besieg dich jedes Mal. Lass dich gewinnen. Sie ist ein Engel auf Erden. Ich muss meine Liebe gestehen. Natürlich mit Schleim. Das wird ihr gefallen. Wer kann schon so tollem Schleim widerstehen? Oh, da ist Mandy. Hey, du. Ist das für mich? Igitt, das ist schleimig. Ist das dein Ernst? Igitt. Ach, du brauchst ein Makeover. Ein Makeover? Herausforderung angenommen. Schauen wir mal, was wir hier haben. Wow. Okay, Man, du brauchst ein Makeover. Das stimmt. Ein Date? Ich muss mich vorbereiten. Beginnend mit dem hier. Zeit, die roten Flecken zu beseitigen. Oh. Nimm Gesichtscreme, Bro. Das sollte einfach sein. Ich gebe es auf meine Hand und schmiere es ins Gesicht. Oh, es fühlt sich schon kühl an. Jetzt warten wir darauf, dass es seine Wirkung entfaltet. Weiter geht's mit den Zähnen. Oh nein! Nimm das. Okay. Fühlt sich irgendwie komisch an? Es wird noch seltsamer. Aber damit bekommst du ein perfektes Lächeln. Cool. Es wird Zeit, die Creme abzuwischen. So glatt wie ein Babypopo. Und jetzt die Zähne. Wow, so weiß. Ich könnte Zahnpasta-Werbung machen. Juhu, ich liebe das Sonnenbaden. Puh, ich bin froh, dass ich das abnehmen kann. Hey, geht. Was ist das? Du musst wirklich ein paar Manieren lernen. Aber zuerst müssen wir deine Nase säubern. Das entfernt die Haare. Okay, los geht's. Nimm das. Es ist drin. Ich kriege es nicht raus. Komm schon. Okay, nochmal. Oh nein, vielleicht muss ich für immer damit leben. Oh je. Lass mich dir helfen. Wow! Ups, entschuldige. Warte mal. Ich fühle mich hübsch. Das kann ich endlich abhaken. Jetzt brauche ich blondes Haar. Wie schaffe ich das? Meine Box hat wahrscheinlich die Antwort. Bingo! Los geht's. Es ist leer? Was nun? Vielleicht steht sie auf braunes Haar. Moment mal. Ich habe eine Idee. Ich bringe es zurück, bevor Mama es merkt. Ich benutze den Mixer, um Haarfärbemittel herzustellen. Zunächst sammle ich alles Gelbe. Dann mische ich es zusammen. Dafür gibt es kein wirkliches Rezept. Es sind alles nur Vibes, Baby. Und alles, was gelb ist, natürlich. Das Letzte. Vielleicht müssen wir nicht alles hinzufügen. Jetzt mixen. Wow, es kommt alles zusammen. Blonde Ära, ich komme. Lecker, es riecht nach Bananen. Aber es kommt alles auf mein Haar. Es ist vollbracht. Perfekt. Jetzt verteile ich es auf dem ganzen Haar. Oh, ich bin fast fertig. Oh, das ist einfach steif. Wow, ich liebe es. Was ist das? Hey, nimm diese Kiste. Mamas Sachen? Okay.
Vertrau mir einfach, Bro. Ist das dein Ernst? Oh, ich sehe die Vision. Hm, wie sehe ich aus? Du bist ein Genie. Du brauchst das. Haha, stimmt. Die sehen eng aus. Ich weiß nicht, ob es mir passt. Ich trage es einfach auf dem Kopf. In Zeiten wie diesen muss man kreativ sein. Jetzt wickle ich es um den Kopf? Cool. Ich bin fast fertig. Blondes Haar? Check. Jetzt kommen wir zu den Klamotten. Hm, ich hab's. Ich schaue online. Das hier ist perfekt. Auf hin. So schnell. Mein Trinkgeld? Ernsthaft? Gut, das kannst du haben. Nein, 20%. Verstehe. Ich gebe dir mehr als 20%. Behalte den Rest. Zeit zum Auspacken. Wow, so cool. Ich muss es anprobieren. Das nenne ich Mode. Was? Auf keinen Fall. Hä? Weg damit. Es ist nicht mehr 2014. Und warum trägst du immer noch eine Brille? Ich brauche sie zum Sehen. Es wird Zeit, dass du auf Kontaktlinsen umsteigst. Kontaktlinsen? Ein Versuch kann nicht schaden. Wow, es ist alles hochauflösend. Ich bin bereit für mein Date. Nur noch ein paar Schritte, dann kann es losgehen. Mal sehen. Coole Klamotten, check. Als nächstes muss ich an meiner Körperhaltung arbeiten. Bring mich nicht zum Lachen. Ich habe definitiv schlechte Haltung. Das geht so nicht. Aber eine Herausforderung wird mich nicht zurückschrecken. Ein paar Wiederholungen sind besser als gar keine. Wer hätte gedacht, dass Sport so schwer ist? Huch! Komm schon, Finn, du schaffst das! Ja, Ken! Verwende diesen Haltungskorrektor! Sowas gibt es? Okay. Alles ist besser, als Sport zu treiben. Oh, das fühlt sich gut an. Und ich sehe gut aus, wenn ich es trage. Ich habe keinen Buckel mehr. Ich sollte jetzt gehen. Was ist los, Ken? High five! Ja! Jetzt bist du bereit. Los geht's. Lass mich noch eine letzte Sache überprüfen. Ich bin startklar. Wo ist sie? Hey, Mandy. Hey, Finn. Ich hoffe, du wartest nicht schon lange. Nein. Wow, du siehst so gut aus. Ja, und du bist großartig. Jetzt gib mir einen Kuss. Klar. Ups. Es ist Zeit für die Schule. Sorry, ich muss zur Schule. Was?